Wie erlebten Sie denn dann die Machtübernahme Hitlers im Januar 1933? Ja, das hat uns aufgeregt, das hat uns natürlich beschäftigt. Und man hat nachher noch versucht, miteinander zu reden. Und die KPÖ hat ja noch einen Aufruf herausgegeben, man sollte gemeinsam verhandeln und miteinander zusammenarbeiten gegen die Nazis. Jetzt mit den Kommunisten, also mit der KPD und Mit der KPD und der SPD. Es ist ein Brief gekommen am 30. Januar von einem unserer Vorsitzenden, Frau August Thalheimer, an die SPD, an die KPD, an den ADGB, an den A-Verbund, an alle die großen und die SAP und dann noch ein paar andere Organisationen. Wir müssen heute unbedingt zusammenkommen und was beschließen, was wir gemeinsam machen. Aber da heißt es bei Leipart, ZDA ohne Antwort, L. Leipart. Sie waren so sicher, dass Sie alles in der Hand haben, wirklich, aber haben Sie, soweit ich aus den Akten da sehe und aus all dem, was ich gelesen habe, Sie waren nicht bereit zu kämpfen. Und sie hatten schon vor dem 30. Januar, konnte man merken, dass sie jüdische Funktionäre abgesetzt haben. Es gab zwei bekannte jüdische Gewerkschafter, das war der Siegfried Aufhäuser vom A-Verbund und die Toni Sender vom Metallarbeiterverband. Die wurden schon vorher entlassen. Man wollte offenbar zeigen, dass man bereit ist, sie anzupassen. Und nachher war ja auch die Sache ziemlich würdelos. Man hat nachher bei Hindenburg gebettelt, dass er doch was tun sollte für den ADGB. Es war ziemlich würdelos dann.